For you, Dogen. But Noah can't know. You owe me a lot of script, Faith. I expect you to deliver on your promise. Every new day holds a promise. Waste it or spend it advancing yourself. Furthering your prospects and your career. As a future employee of a corporation of your choice, your possibilities are infinite. The key to success lies in unlocking your inner potential through hard work and relentless dedication. As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities. Last day, huh? And constantly strive to excel. I thought we'd keep you here forever, Leech. Work is rewarded. Maybe you'd like another 3 months. Laziness punished. It would be so easy. Personal freedom comes at a Come price. Come on, let's go. We got a full day ahead. Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Has served a 12-month sentence to which 9-month radish for several incidents of insubordination. Deemed ready for conditional release. Now, if it was up to me, policy exists to keep you safe. Be wary of policy breakers in our midst. Upon release, you must seek immediate employment and will be monitored through your grid link. If you do not find employment within 14 days, you'll be relocated to a Greyland facility. Do you understand these conditions? Just get me out of here. Work hard and you will be rewarded. Dressing rooms to the left, Leech. And enjoy riches well deserved. Dogen sends his best. Enjoy your freedom. City of Glass. All the major corporations operate here, and so there should be ample opportunity for you to find new employment and lead a happy and productive life. You have been given a rare second chance. Make sure not to squander. Reformed employee. I'm Gabriel Kruger. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Leute, auf Xbox Dynasty. Und mein Name ist NoDashPro und wir spielen die Beta von Mirror's Edge Catalyst. Und ja, wir sind hier gerade aus dem Gefängnis gekommen. Und, ja, und genießen unsere Freiheit. Hoffentlich, werden wir mal sehen. Oh, was willst du denn? Okay, gut, das ist keine gute Idee. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Warum regnet es hier eigentlich? Ach, da ist gar kein Dach in dem Gang hier, okay. Das ist jetzt nur eine Schleuse, um rauszugehen. So, ich stelle jetzt mal selber hier kurz die Y-Achse um. So. Alles klar, dann kann es direkt losgehen. Boah, es ist sehr empfindlich von der Steuerung. Okay, hier können wir nicht raus. Okay, müssen wir uns einen anderen Weg suchen vielleicht. Also, wir testen das mal kurz.
Okay, da ist das Licht ausgegangen. Hier geht's raus. I'm Icarus. Noah sent me. You could be anyone. Well, you'll just have to trust me. Here, take this. Don't want to get off the streets. A beat link? But... Put it on. We need to get you connected and calibrated. I know Noah's eager to talk to you. What the hell? Come on, we need to get moving. Ah, there's something wrong with this. Oh, sorry, almost forgot. We have to cut your grid link. It's causing the interference. Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it. I'm not reformed at all. There you go. You're off the grid. Now they know you're gone. Time to get off the ground. Okay. Kommen denn die Geräusche her? So, auf geht's. Get up there. Kasich will catch us both if we stick around. Wow. Okay. I'll go the other way, meet you up ahead. Noah, she's out. I gave her the B-Link and she's off the grid. Faith, are you there? Noah? It's good to hear your voice, but keep moving. We need to get Kasich off your tail. Easier said than done, Noah. They seem hellbent on finding her. And we've got it covered. Faith, you should be coming up on an old warehouse soon. Get inside and we'll take it from there. Also ich muss sagen, die Steuerung klappt wirklich sehr gut. Also man merkt direkt, oh, wie das fließend übergeht. Oh oh, wir werden gejagt. Ah, Light Attack mit X. Okay, weiter geht's. Okay, I made it inside. Can someone tell me what the hell is going on? They were gonna send you to a Greyland food dome, Faith. We had to get it now. Oh, da sind wir daneben gerutscht. Follow the runner echo through the warehouse. Icarus will meet up with you on the other side. By then, you should be in the clear. If you can make it through that old place, time to see if the fabled Faith is all that she's made out to be. Nobody likes a smart mouth, Icarus. She'll do fine. Oh, your B-Link will calibrate as you go, Faith. Okay, da, die Steuerung ist sehr empfindlich, aber es geht, wenn man sich jetzt mit der Zeit dran gewöhnt. Whoa, 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 okay. Phoenix Carpenter? Yeah, Dogan set her up with a fake grid print when they took her. I transferred it to her B-Link as insurance. I'll come in handy later. The city has changed since you were taken, Faith. Kruger Sec, I'm coming down. Oh, nein. Oh, ich glaube, wir müssen hier wieder zurück. So, dann müssen wir LB halten und dann können wir an der Wand entlang rennen. Oh, okay, zu früh losgelassen. Oh Mist. Okay.
Oh, oh, kommen wir hier wieder raus? Oh, vielleicht hier in dem Rohr. Okay, da müssen wir jetzt nochmal Anlauf nehmen. Und dann an der Wand entlanglaufen und an das Rohr. Also das ist eigentlich, sieht schwerer aus, als es ist, denn diese Bewegung macht man eigentlich intuitiv. Man musste jetzt, wir müssen nämlich hier die Leiter hoch, LB drücken und gleichzeitig halt den Stick nach vorne, aber das macht man sowieso aus der Bewegung heraus mit dem Stick. Erledigt. Nice. I asked nicely, but he wouldn't step aside. And now they know you came this way. Like I had a choice. Sure. We need to clear out. Better take a different route to the Everdyne Tower. We'll split up again, keep them confused. Can you make it across to those pipes? Of course. Good. Your beeling should be calibrated by now and your runner's vision working. Just follow the red. And I'll meet you at the tower. Let's go. Okay, wieso kann ich nicht seinem Weg folgen? Runner's Vision. Your beat display has finished calibrating. Wir müssen dann den rechten Stick drücken. Und dann haben wir Runner's Vision. Das heißt, dann sehen wir hier, wie wir hier zu laufen haben. Wow! Okay. Da sind wir wohl daneben gesprungen. Also die Held hat sich jetzt gerade nicht von alleine festgehalten. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wenn ich jetzt hier laufe mit LB... Okay. Wow. Nein! Ja, wenn man zu früh an der Kante, oder eher gesagt zu spät an der Kante LB drückt, dann springt der, also dann springt die, anstatt an der Wand zu laufen. Also man muss früh genug LB drücken, um dann an der Wand auch entlang zu laufen, damit der Befehl dann richtig verstanden wird. Wow. Okay, wo lang? Gut, hier. Wow. Too close. Das war wirklich sehr knapp. Noah, I sent you on a different route to the tower. KSEC blocked the intersection. Okay, good. I'm working on a little something once you get there. Faith, you're headed for an office building under construction. It's a good place to shake. Dem haben wir's gezeigt. Oh, das war jetzt die falsche Taste. Wir mussten LB halten. Fast hätten wir es geschafft. Okay, hier müssen wir an der Wand entlang. Man sieht,
Was auch schön ist, man sieht es an diesen Fußspuren. Auch ohne die roten Linien, wie man jetzt hier laufen muss. Wow, da sind wir etwas gestolpert. So, jetzt krieg... Wow. Da hätte ich, glaube ich, zweimal LB drücken müssen. Jetzt kriegt man mittlerweile halt am Ende dann keine Tipps mehr, sondern muss die Tipps, wenn man die haben will, mit dem rechten Stick sich holen. Das heißt, wenn wir jetzt hier... obwohl hier... Ah, selbst hier werden die nicht mehr angezeigt. Okay. So. Boah, das ist knapp gewesen. Ach so, wir müssen hier raus. Ich dachte. Oh, at least you got here before dawn. Who are you anyway? When did you join the Cabal? About a year ago. Well, I grew up with them. So how about you cut me some damn slack? You also got caught and caused a whole lot of trouble for Noah. You don't know what happened. I know enough, and I know that I'm faster and safer than you. I'm here. It's a bit crowded with new guy and his ego. Knock it off, both of you. Look, we are out of options. The only way out is through the Everdyne Tower. And with Kasich there, you're gonna have to fight them. Icarus, upload the combat mod to Faith's beamlink. Alright, done. Good. Faith, use the mod to freshen up your fighting skills before you go on. I was hoping it wouldn't come to this, but looks like we don't have any choice. Don't worry, Noah. I can do it. I know you can. Okay, also wir können jetzt unser Fighting-Kombos, also oder Skills können wir jetzt erhöhen. Nicht richtig erwischt. Also so können wir dann beide auf einmal erledigen, indem wir halt den anderen in den also einen in den anderen treten. Ups, das war gerade ein Fehler. Also aus dem Sprung heraus oder aus dem Rutschen können wir die ganzen dann auch angreifen. Oder aus dem Lauf an der Wand. Okay, hier müssen wir, glaube ich, runter. Ich glaube, den habe ich nicht erwischt. Moment.
get Y, Icarus. Okay, plus Y. So, jetzt haben wir den erwischt. Wow. Ah, okay. So, jetzt müssen wir hier den Wall Run machen. Plus gleichzeitig von der Wand springen. Und Y drücken. Oh, das hat super geklappt. Do you want to continue or retry the... I'm ready, Noah. Ja, wir sind jetzt fertig. Das heißt, unser Tutorial ist fertig. Wir sind jetzt ausgebildet. Wow. Die hätten wir besser im Flug erwischen müssen. Aber wir können die halt hier gut hin und her kicken. Boah, das war gut. Das war nicht so gut. So, jetzt werden wir natürlich hier direkt bestraft mit einem Fehler. Und um hier wieder hochzukommen, müssen wir hier jetzt die Wand entlang laufen. So, und dann jetzt hier. Nein! Okay. Oh! Wow. Ah, hier ist eine Leiter. Sehr gut, Glück gehabt. Da hat es uns das Spiel an der Stelle einfach mal leicht gemacht. Und tschüss. Wow. Den haben wir gut erwischt. Das war auch sehr nice. Oh, 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 da ist keiner. Warte mal. Oh. So. Einmal links, rechts, Kombination und fertig. Okay, Moment. Da müssen wir an der Wand entlang. Und dann hier wieder hoch. Oh, Endgegner. Oh, 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 okay. That's a negative control. No visual. She couldn't have survived that. No vitals. She's dead. Let the cleanup crew dig up the body. I got better things to do. Yeah, she took out all of them. Send an EMT too while you're at it. I'm done here. Okay, das haben wir überlebt. Er denkt, dass wir platt sind, aber
Das sind wir nicht. Und jetzt hinterher. Okay. Die Stelle hatten wir ja eben hier schon mal. Ja, manchmal muss man hier genau das Timing abpassen. So, klappt das schon besser. Zum Beispiel bei dem Sprung, das war jetzt etwas zu früh gesprungen. Da hätte man ein bisschen später losspringen müssen. Achso, hier ist jetzt der Speicherpunkt. Aber ich würde mal sagen, um euch mal das Spiel ein bisschen zu präsentieren, einmal das Gameplay von dem neuen Mirror's Edge, reicht das auf jeden Fall aus. Es macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Wer Mirror's Edge damals gespielt hat und das toll fand, wird auf jeden Fall das neue Mirror's Edge auch toll finden. Man hat direkt dieses Spielgefühl von damals und die Steuerung. Geht mit ein bisschen Übung, habt ihr es ja gesehen, funktioniert das alles ganz gut und geht auch ganz intuitiv, wie ich finde. Mein Name ist NoDashPro, ihr seid auf Xbox Dynasty. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.